Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Chefschweißer und heute machen wir mehrere Sachen. Wir schauen uns einmal an Big Screen. Wie streame ich zu anderen Leuten? Wie streame ich einen Film mit der Quest, dass die anderen Leute mich hören und so weiter? Und dass mein Stream gut ist. Es muss nicht jeder den Film oder was ihr da streamt auf eurem PC haben. Es geht auch ohne. Und zweitens frage ich mich, brauche ich wirklich ein 5-Meter-Kabel? Reicht nicht vielleicht auch ein 3-Meter-Kabel mit all den Möglichkeiten, was Virtual Desktop und Airlink bietet? Und drittens eine Powerbank-Mod, den ich selber entwickelt habe mit Fusion 360. Und den will ich euch zeigen. Und wir fangen jetzt mal an. Und ich zeige euch mal, was ich entwickelt habe. Deswegen wechseln wir aber die Kamera auf Fusion 360. Zack. So, einmal habe ich hier konstruiert einen Kabelhalter. Der sieht so aus, das ist für ein 6 mm Kabel. Ja, ich habe ziemlich viel Zeit verbracht mit dem Konstruieren. Und dann habe ich noch konstruiert diesen Kabelhalter für die Quest. Also für den Bobo auch, genauso. Auch für 6 mm Kabel. Und ich habe hier einen Bobo Clip entwickelt. Der Bobo Clip ist dafür da, dass ich, wenn ihr das neueste M1 Pro habt, da ist es so, man montiert es und es kann sein, dass der Clip hier, dass das hier rausfliegt, weil es ist der Halter, wo hier dran ist, der ist ein bisschen zu klein. Und es könnte sein, wenn ihr zu fest dran dreht, dass sich das hier auf, dass das hier aufgeht und dass das einfach sich zurückschiebt. Und da wir ein bisschen Gewicht drauf bringen auf das Bobo VR, habe ich dann Clip gemacht, der das verhindert. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben noch gemacht, oder ich habe gemacht, an den Powerbank VR Mod. Das ist im Endeffekt ein 4-Cent Mod. Ihr habt 4-Cent Stücke, die ihr einfügt. Hier, hier, hier und hier. Und dieser Powerbank Mod ist gemacht für eine Powerbank, die heißt Moxnice. Die gibt es bei Amazon, gibt es auch eine Micro-USB Version und es gibt die auch in der USB-C-Version. Die kostet, glaube ich, ca. 20, 25 €. Hin oder her, ich werde die ganzen Sachen also natürlich in der YouTube-Beschreibung die Links posten. Und wie die ganzen Sachen aussehen, die zeige ich euch jetzt. Also, das ist der Powerbank VR Mod. Hier sind die Löcher. Und hier sind die Löcher. Das ist der Kabelclip Mod. Das ist der Fix Mod, damit der Bobo VR nicht rausrutscht. Gibt es einmal einen Links. Da ist vielleicht ein Logo drauf. Könnt ihr aber auch unten drucken. Da habt ihr kein Logo drauf. Den zweiten. Der Kabelclip und die 4 Cent Stücke und natürlich Patek-Sekundenkleber brauche ich natürlich auch. Und wie das dann aussieht, seht ihr hier. Das ist die Moxnice Powerbank. Die hat 10.000 mAh und lädt eigentlich ziemlich schnell auf. Hat jetzt lädt's voll, behält sogar den Strom, behält sie. Also die lädt jetzt, wenn ihr jetzt spielt, lädt die nicht voll. Aber sie hält es ziemlich voll. Also ihr verliert ganz wenig. Es ist also 2 Ampere, glaube ich, was die da bietet. Hat aber auch einen 3 Ampere Ausgang. Also ich habe hier USB-C, Micro-USB und auch nur mal ein USB-A. Und ich habe den so konstruiert, dass ich habe hier nochmal eine Powerbank natürlich. Auch nagelneu, die habe ich mir gleich dazu gekauft, weil ich habe den die Powerbank oder besser gesagt den
den Bobovia-Akku verkauft, weil von dem Geld habe ich mir dann noch eine Powerbank geholt. Gibt es auch in Weiß, hat aber, glaube ich, kein USB-C dann, sondern nur Micro-USB. Und ich wollte unbedingt halt USB-C haben. Und wie man das befestigt, ist hier, also man druckt es einfach in der Position und man braucht Supports. Und wie ihr das einfach festmacht, das geht einfach so. Ihr könnt es also drehen, wie ihr wollt. Das Ding ist quadratisch. Und ich mache das auf der linken Seite. Nee, ich mache es auf die rechte Seite. Also ich mache die Anschlüsse auf die rechte Seite. Also das Ding steht so. Ich mache es einfach so rein. Ich lege das Ding rein und drehe es einfach rein. Das war's schon. Habe ich hier zwei Powerbanks, zweimal 10.000 mAh. Hab hier unten noch einen Knopf. Kann ich den Ladestand anzeigen. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Dann meine Quest. Ja. Was ist meine Quest? Das Einzige, was an Mod ein bisschen nicht so toll ist, ist der Klettverschluss hier, mit dem das Band hier oben gemacht ist. Und wenn ich meine Quest anhebe, hebe ich sie nicht an dem Teil an. Also nicht an dem Kopfband, sondern ich hebe sie einfach an der Quest natürlich. Und was ich damit machen kann, ist so, der Kabelclip, der passt überall hin. Der passt hier drin. Da. Warte kurz, ich zeige es euch hier. Der passt hier rein. Und klack und klack ist der dran. Dann habt ihr hier noch den Chef-Mod. Wird hier ein bisschen, sieht man hier vielleicht noch ein bisschen. Ich habe es ein bisschen graviert. Aber ich habe es euch schon gesagt vorhin. Das ist das linke Teil. Und alle Teile, die ich konstruiert habe, kriegt ihr bei Thingiverse natürlich umsonst. Und ich habe auch den Link von den Teilen auch bei Thingiverse. Und das geht eigentlich so. Das geht jetzt ziemlich heftig rein. Also, ihr seht es. Es hat ein bisschen Luft hier. So ein bisschen gekrümmt ist das Kopfband oder das Band hier eben. Und man muss es ein bisschen drücken. Zack. So, und jetzt schiebe ich das mal rein. Passt. So passt das Teil. Zack, ihr seht es. Natürlich ist gerade mein Mikrofon ausgegangen, deswegen habe ich jetzt einen kleinen Cut reingemacht. Auf jeden Fall kommt die andere Seite jetzt. Und ich habe das schon drauf gesteckt. Und ihr müsst es eigentlich ziemlich gut, ich müsste es ziemlich gut halten, weil das Teil geht ziemlich schwer drauf. So. Der Seite würde ich sagen, hier bis zum B, kurz bevor das B anfängt. Und Bovia. Ja, also hier habt ihr den Clip. So, ich habe jetzt die Clips hingemacht. So, jetzt kommt das Teil her. Jetzt fragt ihr euch, wie soll das alles funktionieren? Legt mal meine Quest beiseite. Das mache ich ja weg. So. Also die Pfennigstücke hier, die habe ich abgeschliffen mit einfach mit der Feile einfach drauflegen und ein bisschen so reiben, bis es ungefähr glatt ist. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich mag es halt eben, wenn ein Magnet dran ist, schon besser, wenn es gerade ist. Auf die andere Seite vom Pfennig habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe diese Pfänge, aber ich glaube schon, ich glaube um die 6 Mal den Sekundenkleber entfernt, weil ich wollte sie nicht wegschmeißen und schon wieder feilen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Ich nehme jetzt einfach den hier, den Kleber und klebe jetzt hier einfach so 4 Tropfen rein. 1, 2, 3 und 4. Mach das mal ein bisschen so.
Jetzt kommt der erste Pfennig rein. Natürlich die flache Seite nach außen. Bisschen vorsichtig sein. Das ist halt immer noch Sekundenkleber. Und da wäre es halt besser, wenn ich irgendwas hätte, wo ich da so drauf drücke. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, das reicht schon. Untere Teil sieht dann so aus. Das Teil sieht, ist dafür da, dass es nicht aus der Verankerung rutscht. Und beim Bobo VR, ihr seht es hier, Sekundenkleber hier weg. Und das hebt, weil hier sind hier ist das magnetisch und hier ist es auch magnetisch, seht ihr die Teile, und das hält durch den Magnet. Braucht auch keine Sorgen haben, dass es runterfliegt. Das passt einwandfrei. So. Dann habe ich noch das Teil konstruiert. Ich habe. Das Video kommt gerade. Ihr seht ja das Loch, was da entstanden ist, weil ich das Kabel rausgezogen habe. Das kommt hier rein. Und dann wird das so fixiert. Sieht dann so aus. Und innen sieht so aus. Also, das ist das Kabel. Das habe ich bei Amazon gekauft. Ich glaube 10,99 €. Den Link poste ich unter der Videobeschreibung. Unter der Videobeschreibung. Unter dem Video natürlich. So, das stecken wir mal hier kurz ein. So, zack. Gewinkelt. Dann kommt es hier rein. Zack. Dann kommt es hier rein. Geht schön starr da rein. Oh. So. Und was das Coole an dem ist, ist, dass wenn ich jetzt hier aufmache, ihr seht es, das Kabel rutscht hier durch. Dann ist hier die Powerbank. Ich mache es immer so. Ich stecke das hier oben. So lädt meine Quest. So, das fällt auch nicht runter.
Und was noch? Auch eure Powerbank wechseln möchtet, weil ich habe hier die zweite Powerbank. Da macht ihr das einfach so. Zack. Einfach runternehmen. Dann die zweite. Ich habe jetzt hier noch keine Centstücke drauf, aber das wäre dann auch einfach so drauf und wechseln, fertig. Was auch cool ist, ich habe, das ist das zweite Thema bei meinem Video hier, brauche ich überhaupt ein 5-Meter-Kabel, ein USB-Kabel, weil mit den ganzen Optionen von Virtual Desktop und Airlink brauche ich da wirklich 5 Meter. Und ich habe dann immer so, ich habe das Cable Creation Kabel gehabt von 5 Meter und da hatte ich so einen komischen Verbindungsstecker. Ich zeige es euch mal kurz. Wo ist es denn? Ach so, da ist gerade mein Handy eingesteckt. Auf jeden Fall ist da so ein Bollen dran. Und ich habe damit zwar einen guten Ladestrom von 1,5 Ampere, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ich habe mir das Kabel geholt, weil es USB 3.2 hat. Und ich habe mir noch ein anderes Kabel geholt. Und das ist von Belkertec. Natürlich Link von dem Kabel in der Videobeschreibung. Natürlich kriege ich sind keine Affiliate-Links oder sowas. Das ist alles, sind alles private Mods von mir. Und ihr könnt auch die ganzen STL-Dateien, also das alles, was ich hier gemoddet habe, auf den Fix vorne, könnt ihr alle bei Thingiverse runterladen. Ich habe mich da angemeldet und habe die ganzen Sachen da gepostet. Und den Link poste ich euch drunter und da könnt ihr euch alles, was ihr wollt, runterladen und natürlich kostenfrei, wie immer bei mir. Und ich habe das Kabel von Belkertec geholt. Das ist ein 3-Meter-Kabel, genau, ungefähr genauso groß wie das Kabel, was ich da dran habe. Ein bisschen dunkler, würde ich sagen. Das eine ist so ein helles Silber und das ist so ein Titansilber oder ein bisschen so Grausilber. Und das ist ein Verlängerungskabel USB 3.2. Gibt es auch bei Amazon. Und das Kabel ist noch ein Schild dran. Ja, und das ist ein 3 Meter Verlängerungskabel. Mit dem geht natürlich, habt ihr natürlich die maximale Verbindung, 3. USB 3.2, 3.2. Wo ich das gemessen habe, jetzt mit dem Handy, waren es 0,7 Ampere, aber ich glaube, der Handy Ampere erbt nicht, weil ich habe gesehen, der hat ziemlich viele Schwankungen. Und ich habe Lone Echo 2 gespielt mit dem Kabel, also mit Airlink, und hatte natürlich gute Qualität drauf. Und ich konnte 1 Stunde und 20 Minuten spielen und habe 20% der Leistung der Quest verloren. Das heißt, wenn ich das so rüberrechne, 1 Stunde und 20 bei 20%, das wären also komplett auf 100% wäre das mal 5. Und wenn ich das rechne, wären es 5, 6,5 Stunden circa, vielleicht ein bisschen mehr. Und damit bin ich voll zufrieden, weil wer zockt schon 6,5 Stunden? Und wenn eure Quest im Endeffekt nur halb so voll wäre, hättet ihr immer noch 50, 20, 20, 1, 2 Stunden 40, mehr wie 3 Stunden, also 3,5 Stunden oder so. Und cool finde ich auch, dass wenn ich das hier so dran habe, habe ich es ja hier als Ladeport. Und wenn ich Link benutzen will, dann kann ich hier einfach. Verbinden. Mein USB-Gerät geht schon an. Ich höre es gerade hier. Ding. Und das ist eine super schöne Verbindung und ist nichts Großes und es funktioniert. 2,7 Gigabit sagt Oculus Link zur Verbindung. Und ich bin damit voll zufrieden. Ich habe keine Kabel, weil beim 5-Meter-Kabel war es immer so, das lag immer auf dem Boden rum, überall rumgewickelt und so. Und das ist eben ein bisschen kürzer und ich kann eben das kurz umstecken und dann voll zufrieden, wenn ich jetzt Link zocken will, dann habe ich es hier drin und habe es hier halt eben hinter mir. Und wenn ich jetzt mit Virtual Desktop zocke, dann nehme ich einfach meine Powerbank hier. Zack.
Und steckt das eben hier ein. Ich kann eben hot swappen, also da fehlt ja noch die paar Cent-Stücke da. Ja. Und jetzt geht meine Kamera schon wieder nicht. Verstehe jetzt gerade nicht wieso, aber vielleicht war ich ein bisschen zu schnell und es ist ziemlich dunkel und ihr müsst entschuldigen. Ich streame immer noch im Wohnzimmer und ich hoffe, das wird mal besser oder so. Und jetzt. Die Kamera schon wieder. Ja. Ich verstehe jetzt auch nicht, wieso jetzt die Kamera hakt. Aber es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. So, und das ist der fertige Mod. Also ich habe hier Teil. Ich habe die Powerbank. Ich habe den Kabelhalter. Tipptopp. Ja, jetzt muss ich natürlich auf meinen Kopf setzen, ne? Ich muss euch sagen, das Ding ist so gut ausbalanciert, also ihr habt überhaupt gar keinen Druck auf euer Gesicht. Also ihr könnt locker flockig das Ding richtig sanft anziehen. So, falls ihr Big Screen schauen wollt mit euren Kumpels, dann solltet ihr das auf jeden Fall so machen. Ihr braucht auf jeden Fall die gleiche Version, also die allerneueste Version von Big Screen. Und sonst könnte es sein, dass ihr nicht in den gleichen Raum kommen könnt durch eben eine andere Version. Und wenn ihr in Big Screen streamen wollt, dann mache ich das immer so, dass ich den Desktop Menu Only Mode benutze. Da setze ich den Haken, dann sehe ich das alles auf dem PC und nicht in der Quest, weil ich, wenn ich dann auf 3D umschalte, dann verschiebt sich auch die Sicht in 3D, also in Oculus VR Headset, und dann sieht man ein doppeltes Bild, weil im Endeffekt man streamt im Endeffekt den Desktop-Bildschirm. Deswegen gehe ich immer auf Desktop-Menu-Only-Mode, und wenn ich streamen will für andere Leute, gehe ich hier einfach auf My Room. Wir gehen mal kurz durch, Desktop, so am Big Screen, ja, Stream the Screen, das muss aktiviert sein, wenn ihr den Bildschirm streamen wollt, den ihr, oder den Film streamen wollt, wenn ihr den Haken setzt, sehen die anderen Leute den Bildschirm. Falls ihr Show Personal Screen anklickt, dann sehen die Leute auch euren persönlichen Screen, der ist so ein bisschen drunter, das braucht ihr nicht anklicken. Ihr solltet auf jeden Fall hier 5 Megabits per Second, 1 Bits per Second einstellen, weil das ist die höchste Bildqualität. Und ihr solltet auf jeden Fall den Big Screen Audio Driver installiert haben. Der wird abgefragt am Anfang. Und falls euch Leute nicht hören, könnt ihr hier das Audio refreshen. Und wenn ihr das macht, dann startet ihr euren Film. VLC, startet den Film, macht einen Fullscreen. Dann müsst ihr, dass die anderen den Film auch hören, müsst ihr wahrscheinlich nach dem Big Screen Audio Treiber, müsst ihr bei Big Screen nochmal neu starten. Und dann habt ihr rechts unten habt ihr das Lautsprechersymbol. Da könnt das jetzt mit AirLink machen oder mit Link, das ist egal. Und dann müsst ihr auf jeden Fall den Big Screen Audio Driver 1.2, der muss angeklickt sein. Was anderes geht nicht, da ihr im Endeffekt das hier an eure Kumpels weiterleitet. Und ihr wählt es aus.
Und dann könnte es sein, dass ihr vielleicht eine Doppelung hört. Also wenn der Film startet, hört ihr den Stream doppelt. Wenn das der Fall ist, dann geht ihr in die Oculus Software bei Geräte hier rein und hier habt ihr wie Audio über den Computer hören. Das muss auf jeden Fall aus sein. Wenn ihr das anhabt, dann habt ihr eine Doppelung und ihr hört den Stream doppelt oder den Film. Das muss aus sein. Ob das jetzt aus sein muss oder an, das ist egal. Und ihr könnt nicht den Sound, wenn ihr jetzt über Link oder Airlink habt, den Sound über den PC laufen lassen, sondern wenn ihr mit Kopfhörer hören wollt, dann müsst ihr den Kopfhörer in das Headset reinstecken. Also in euer VR-Headset. Ja, und fürs Streaming, das war's eigentlich, ne? Dann solltet ihr eigentlich alles haben. Außer ihr geht natürlich noch hier in Host My Room. Das müsst ihr natürlich auch noch machen. Ihr öffnet den Privacy-Kanal und geht hier auf Private Invite Only. Macht hier Save. Zack. Es geht jetzt nicht, weil mein Oculus-Headset ist jetzt nicht verbunden. Aber wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr da wie viele Leute ihr reinlassen wollt, reinmachen und dann war es das eigentlich. Und euer Film wird dann an die anderen Leute übertragen. Ne? Ist easy. Und was noch ist, falls ihr zwei Oculus-Headsets habt, wie ich, zum Beispiel die Oculus Quest 1 und ihr habt die Oculus Quest 2 oder 2 Zweier oder so, könnt ihr nicht mit Oculus Quest 2 mit dem gleichen Account bei Big Screen, also mit eurer E-Mail-Adresse, wo ihr euch angemeldet habt bei Big Screen, ihr könnt es nicht zweimal benutzen. Falls ihr mit einem Kumpel oder mit eurer Frau oder was weiß ich was den Film anschauen wollt, dann müsst ihr das so machen, dass ihr eine zweite E-Mail anlegt, weil ich habe es versucht bei mir mit der gleichen E-Mail-Adresse und da gibt es dann irgendwelche Fehler, weil man sich im Endeffekt zweimal einloggt und es geht nicht. Ihr braucht auf jeden Fall eine zweite E-Mail-Adresse, weil wenn ihr euch zweimal mit dem gleichen Account einloggt, passiert wahrscheinlich, wenn ihr mit der Quest einfach einloggt und die sich automatisch in Big Screen einloggt, dann ist es so, dass der eine, der dann joint in den Room. Also ihr habt ja da so einen Roomcode, dann geht ihr auf Social und hier auf Join by Roomcode. Das macht ja der zweite, gibt ihr den Roomcode ein. Und der zweite sieht dann eigentlich im Endeffekt nur ein Big Screen Logo und der sieht nicht den Film. Das heißt, ihr müsst einen zweiten Account haben, falls ihr mit eurer Frau oder was weiß ich was einen Film anschauen wollt. Oder sie müsst halt eben, vielleicht habt ihr auch einen zweiten Account auf der anderen Kiste oder Multiple Accounts und so. Ja, und es sollte dann funktionieren. Und was ihr von der Bildqualität erwarten könnt, zeige ich euch mal an meiner Quest 1. Ich habe es an meine Quest 1 gestreamt, habe es sogar an mein Handy als mobilen Hotspot gemacht, damit ihr seht, wie die Qualität ist. Und ihr sollt auf jeden Fall, wie gesagt, hier bei, wo ist es denn hier? Bei Settings, Graphic and Quality, da macht man nichts. Bei My Room. Desktop die Stream-Bitrate auf 5 Megabits per Second stellen, damit ihr die höchste Bildqualität habt. Und SBS haut eben den 3D-Mode rein. Das war's. Viel Spaß beim Schauen.